Herzlich willkommen bei der Webinarreihe Nachhaltige Technologien von AEE INTEC. Das Forschungsinstitut AEE INTEC, eines der führenden europäischen Institute der angewandten Forschung auf dem Gebiet erneuerbarer Energie und Ressourceneffizienz, wurde 1988 gegründet. Die Palette der durchgeführten F&E-Projekte reicht von grundlagennahen Forschungsprojekten bis hin zur Umsetzung von Demonstrationsanlagen. Die Webinarreihe Nachhaltige Technologien findet begleitend zur viermal im Jahr erscheinenden Zeitschrift von AEE INTEC statt. Ausgewählte Schwerpunkte der jeweils aktuellen Ausgabe werden vorgestellt, um einen weiterführenden Diskurs mit Expertinnen zu ermöglichen. So, einen wunderschönen Vormittag an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu unserem Webinar im Rahmen der nachhaltigen Technologien. Heute zum Thema Speicheroption Bauteilmasse. Ich bin Christoph Vorringer. Ich leite bei AEE INTEC die Arbeitsgruppe zu den erneuerbaren Energien. Und wir beschäftigen uns unter anderem genau mit dem Thema Bauteilmasse, Bauteilaktivierung. Bevor wir jetzt konkret in die Inhalte gehen, vielleicht was Wichtiges zu Beginn, ganz kurz. Wir sind es zwar alle schon etwas gewohnt, aber ich darf Sie trotzdem daran erinnern. Es gibt eine Webinar-Etikette, dass wir unser Content in dieser einen Stunde gut unterbringen. Bitte die Mikrofone ausgeschalten lassen. Also Sie sollten, glaube ich, alle gemutet sein, wenn Sie joinen. Fragen, die unterwegs auftauchen, bitte in den Chat stellen. Beziehungsweise, wenn Sie selbst bei der Diskussion, die später folgt, mitsprechen möchten, einfach die Hand heben. Dazu gibt es unten im Online-Tool ein kleines Handsymbol, das Sie klicken können. Ein wichtiger Punkt des Webinars haben Sie vielleicht gesehen jetzt schon, das Pop-up, es wird aufgezeichnet. Das heißt, wir verwenden dieses Videomaterial auch zur Disseminierung, dass interessierte Personen die Inhalte später auch nochmal nachschauen können. Das heißt aber für Sie auch, wenn Sie an diesem Webinar teilnehmen, dann stimmen Sie auch der Veröffentlichung dieses Videos zu, bei dem Sie sichtbar sind. Und vielleicht in dem Zusammenhang noch die Information, dieses Webinar wird auf unserem YouTube-Kanal, der AEE INTEC, veröffentlicht und die Vortragsfolien gibt es auch für Sie oder für interessierte Kolleginnen und Kollegen unter AEE INTEC-Events abzurufen. Gut, was haben wir uns heute vorgenommen? Ich freue mich sehr, dass wir so viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben. Es sind die On-Site-Meetings jetzt Gott sei Dank wieder möglich und ich glaube, alle freuen sich. Nichtsdestotrotz hat sich, denke ich, der Modus des Webinars ganz gut etabliert in den letzten 2,5 Jahren als Möglichkeit, sehr komprimiert Inhalte zu transportieren und Ihnen das auch zu ermöglichen. Und ich hoffe, Sie nutzen diese Option, mit Expertinnen und Experten aus dem Feld zu diskutieren. Wir haben uns für Sie heute folgenden Inhalt ausgedacht. Ja. Wir haben einen ersten Teil mit 3 Vorträgen zum Schwerpunktthema, die sich so auch in unserer Zeitschrift wiederfinden und einen zweiten Teil mit einer Diskussion, bei der Sie dann die Möglichkeit haben, den Vortragenden Fragen zu stellen und in einen Diskurs zu treten. Worum geht es heute? Der Titel Speicheroption Bauteilmasse beinhaltet ganz viele verschiedene Dinge. Manche von Ihnen haben vielleicht schon die dazu passende Ausgabe unserer Zeitschrift gelesen. Es geht im Wesentlichen darum, dass die Technologie der Bauteilaktivierung, also das gezielte Erwärmen oder Kühlen von Gebäudemassen, ja nicht nur eine Technologie ist, die ich zum Heizen und Kühlen verwenden kann, sondern durch diesen Temperaturunterschied auch als Energiespeicher nutzen kann. Diese Anwendung findet immer mehr Durchgang und Anklang, speziell in Kombination mit den volatilen erneuerbaren Energien, die wir vermehrt in unseren Energiesystemen wiederfinden. Und um die Fragestellungen, die es auf dem Gebiet noch gibt, zu klären, gibt es Entwicklungen von Technologien über Regelung und Systemintegration bis hin zu ersten Beispielen für konkrete Umsetzungen und auch Fördermöglichkeiten für diese Technologie. All das wollen wir heute abdecken. Dazu haben wir 3 Vortragende eingeladen. Wir freuen uns sehr, dass Sie sich heute Zeit nehmen und uns die Inhalte präsentieren. Das ist einmal der Diplom-Ingenieur Walter Becke von der AEE INTEC. Er wird uns was erzählen zu innovativen Ansätzen der Bauteilaktivierung in Neubau und Sanierung. Den Dr. Markus Leeb von der FH Salzburg, der uns einen Schwerpunkt oder einen Einblick geben wird in momentane Förderprogramme für diese Technologie.
und den Herrn Dr. Peter Holzer vom Institute of Building Research and Innovation, der uns zeigen wird, wie solche Systeme auch real umgesetzt werden können. Noch ein Punkt vielleicht, vorher habe ich schon ein bisschen angeschnitten. Wir werden die Vorträge back-to-back haben, das sind jeweils 10 Minuten. Sollten Sie währenddessen Fragen haben, bitte einfach aufschreiben oder schon mal in den Chat posten. Wir werden das nachher dann gesamtheitlich in der Diskussionsrunde behandeln. Ja, ich denke, das war es soweit zur Einführung und zur Agenda, dass Sie wissen, was Sie erwartet. Und dann würde ich vorschlagen, wir starten direkt ins Thema. Ich darf als ersten Vortragenden den Diplom-Ingenieur Walter Becke vorstellen. Er begleitet uns jetzt schon sehr lange, also er ist seit 2012 bei AE InTech, hat sich dort oder beschäftigt sich auch immer noch mit solaren Hybridsystemen. Einige von Ihnen kennen ihn vielleicht als ein wichtiges Gesicht der Begleitforschung für die solaren Großanlagen und das Solarhaus. Und im Zuge dieser Aktivitäten ist der Walter auch oft auf die thermische Batterieaktivierung gestoßen und hat jetzt seine Arbeiten zu der Technologie noch weiter vertieft mit Projekten, die er jetzt selber vorstellen wird. Lieber Walter, die Bühne gehört dir. Dankeschön für die Einleitung. So, Sie sollten jetzt meinen Bildschirm sehen. Ja, danke für die Einführung. Ich möchte Ihnen einen kurzen Überblick geben, wie in meinen Projekten die Bauteilaktivierung untergekommen ist und was sie leisten kann. Als einführenden Teil möchte ich kurz einmal das sozusagen weitgehend bekannte Thema oder Problematik ansprechen, dass wir, wenn wir unser Energiesystem umbauen wollen auf erneuerbare Energien, wir immer auf das Speicherproblem treffen werden, da die Erzeugung und der Verbrauch nicht zwangsläufig zusammenpasst. Ich denke, das ist weitgehend bekannt. Und diese Speichermassen jetzt irgendwo zu finden oder neu zu bauen, zu konstruieren, scheint eine große Herausforderung zu sein. Und ich stelle jetzt einfach einmal als Postulat in den Raum, wir haben schon Speichermassen, wir müssen nur einen geschickten Weg finden, sie sozusagen zu aktivieren, im wahrsten Sinn des Wortes. Und da möchte ich kurz eine Arbeit zeigen, die bei uns im Haus passiert ist, von Kollegen, die haben sich das in der Simulation angeschaut. Wenn man Gebäude hernimmt und sagt, okay, das ist ein ganz normales Gebäude, klassisch konstruiert, das kann unterschiedliche Dämmstandards haben. Und wenn ich dieses Gebäude aufheize auf eine operative Raumtemperatur von 22 Grad, dann sämtliche Wärmezufuhr abschalte und warte, bis es sich von selber auskühlt auf 20 Grad, also sprich eine Temperaturdifferenz von 2 Kelvin zulasse, dann hat das Gebäude, dann dauert das eine gewisse Zeit. Und wenn wir jetzt ein beispielhaftes Gebäude hernehmen, das Anfang der 2000er Jahre gebaut wurde, dann hat das eine Auskühlzeit von ungefähr 10 Stunden. Oder man kann auch sagen, okay, es speichert Energie für 10 Stunden und nach den 10 Stunden muss ich es wieder mit Wärme beschicken, um wieder auf die 22 Grad zu kommen. Wenn dieses Gebäude jetzt noch aktivierte Baumassen hat, in der Simulation jetzt aktivierte Zwischendecken, dann erhöht sich diese Speicherdauer aufgrund der trägen Speichermasse des Betons de facto auf das Dreifache. Und in Abhängigkeit jetzt der Gebäudequalität sind diese Auskühldauern durchaus spürbar, also in der Größenordnung von ein paar Tagen. Sprich, die Gebäude, die wir schon haben und auch Gebäude, die wir im Begriff sind, gerade zu bauen, können eine Speichermasse darstellen. Man muss sie nur geschickt nutzen. Wofür nutzen wir sie? Dazu haben wir uns ein bisschen Gedanken gemacht und auch ein bisschen geschaut, was so herum passiert in der Welt. Zunächst einmal auch, was der Christian Vorhänger in der Einführung angesprochen hat, ich beschäftige mich mit der Begleitforschung von solaren Großanlagen und von Solarhäusern, sprich mit Systemen, die vor Ort erneuerbare Wärme in dem Fall erzeugen oder auch erneuerbaren Strom und den über eine Wärmepumpe in Wärme umwandeln. Diese vor Ort erzeugte Energie kann in diese Bauteilaktivierung eingebracht werden und somit die Eigenverbrauchsquote steigern. Wenn man jetzt die Perspektive wechselt und sagt, okay, jetzt schauen wir uns einmal das Gesamtenergiesystem an, dann
effektiv entlastet es auch die Netzinfrastrukturen, weil eben weniger Netzstrom oder weniger Wärme aus den Netzen gezogen wird, wenn ich sie vor Ort erzeuge. Das ist die lokale Erzeugung. Wenn ich jetzt auf die Ebene Stromnetz gehe, dann bieten mir diese Speichermassen der Gebäude die Möglichkeit, Erzeugungsspitzen in Form von Wärme in den Gebäuden unterzubringen. Wobei Wärme jetzt auch im Sinne von Kälte zu verstehen ist. Speziell Photovoltaik haben wir im Sommer üblicherweise sehr viel Ertrag. Den kann man auch in Form von Raumkälte in die Gebäude einbringen und sozusagen eine Unterkühlung des Gebäudes erreichen und es warten, bis das Gebäude sich aufwärmt. Ähnliches funktioniert auch für die Fernwärmesysteme, die bei aus welchen Gründen auch immer Erzeugungsspitzen eben mehr Wärme in die Gebäude einbringen könnten und so Erzeugungsspitzen zu kappen. Und bei den Wärmenetzen gibt es noch den weiteren Vorteil, dass man mit einer Bestandserzeugungsleistung mehr Gebäude versorgen könnte, weil eben dieses Peak-Shaving einschlägt und man Peaks ganz gut verschieben kann. Diese Netzgeschichten wären natürlich auch nett, wenn, also da hat ja das Netz was davon, dass sie Erzeugungsspitzen wegbringen und nicht irgendwelche Anlagen abschalten müssten. Und es wäre natürlich nett, wenn jetzt Gebäudeeigentümer, Nutzer etwas davon hätte, dass er seine Speichermasse zur Verfügung stellt, sprich gewisse Tarifmodelle angepasste, die es noch nicht gibt, die aber in Entwicklung sind. Also hier ist sicher noch eine Änderung und eine Verbesserung zu erwarten. Jetzt dieses ganze Thema Speichermasse interessiert nicht nur uns in der Forschung, sondern interessiert auch das BMK. Das hat eine Dienstleistung ausgeschrieben zum Thema bauteilaktivierte Objekte in Österreich. Und wir wurden damit beauftragt, in ganz Österreich bereits umgesetzte bauteilaktivierte Gebäude zu finden zunächst einmal und sie dann einem Monitoring zu unterziehen und uns genau anzuschauen, was kann denn jetzt Bauteilaktivierung wirklich in den unterschiedlichen Anwendungsfällen. Also wie Sie sehen, hier sind jetzt diese 18 Gebäude, zwei pro Bundesland dargestellt, die wir in unserem Projekt betrachten werden. Und es geht quer durch den Gemüsegarten. Es fängt beim Einfamilienhaus an, geht über Bürogebäude, Labore, Universitäten, über ein Museum bis hin zu Schulungsgebäuden und Geschosswohnbauten. Also wirklich quer durch den Gemüsegarten, wofür Gebäude genutzt werden können. Und in allen Fällen muss natürlich eine gewisse Behaglichkeit erreicht werden, die sich aber unterscheidet, weil ein Einfamilienhaus hat üblicherweise andere Ansprüche als eine Lagerhalle beispielsweise. Und unsere Aufgabe ist es jetzt, jedes Gebäude für sich zu betrachten und zu bewerten, aber dann auch übergeordnet die Gebäude miteinander zu vergleichen und die Vorteile der Bauteilaktivierung herauszuarbeiten, mit dem speziellen Kontext der Behaglichkeit der jeweiligen Nutzer. Dafür haben wir ein Konsortium aufgestellt. Sie sehen es auf der linken Seite, wer da alles dabei ist. Es ist auch die FH Salzburg dabei. Hier können wir diesen Connex herstellen zu der Bauteilaktivierung, Förderung, die vom Klimafonds ausgeschrieben ist. Neben den sozusagen messtechnischen Bewertungen dieser Gebäude werden wir uns auch mit den Nutzern beschäftigen. Also die Nutzer fragen, wie geht es Ihnen in diesen Gebäuden? Gibt es Probleme? Über was sind Sie gestolpert? Und auch sozusagen die Planungsseite, die Umsetzungs- und die Entscheidungsseite. Also wirklich dieses ganze Portfolio, das die Bauteilaktivierung betrifft, in der Umsetzung wird hier abgefragt, zusammengefasst, aggregiert und schlussendlich auch veröffentlicht. Wir haben auch uns sozusagen auf der technologischen Seite mit Bauteilaktivierung beschäftigt und in mehreren Forschungsprojekten uns erarbeitet, wie Gebäude denn saniert werden können und dabei Bauteilaktivierung zum Einsatz kommt. Und unser Zugang bei dieser Variante ist, dass wir sagen, wir haben ein Bestandsgebäude, das hat ein Bestandsmauerwerk und wir bauen eine Vorhangfassade im Werk, bereiten die vollständig vor, kommen dann an den Standort und bringen die an das Gebäude an. Und
stellen sicher, dass die Heizungsschlangen, die in dieser Heizungsfassade drinnen sind, direkten Kontakt mit der Fassade bekommen und so das Mauerwerk, das Bestandsmauerwerk aktiviert wird und genutzt werden kann, um Wärme und Kälte ins Gebäude einzubringen. Das hat den Vorteil, dass diese neue Fassade praktisch vollständig vorbereitet werden kann im Werk, auch dort eine gute Qualitätssicherung stattfinden kann und man sich gut vorbereiten kann auf unterschiedliche Gebäudearchitekturen. Wie vorher sozusagen eingangs erwähnt, man nutzt eine vorhandene Speichermasse, indem man sie aktiviert und gleichzeitig das Wärme- und Kälteabgabesystem nutzt. Man kann natürlich auch die Abdeckung dieser Fassade, es kann jetzt einerseits eine banale Abdeckung sein, aber es könnte auch eine energieerzeugende Technologie wie Photovoltaik oder Solarthermie sein und kann das auch noch sozusagen auf die Fassade anbringen. Und das Schöne an der ganzen Geschichte ist, die Bewohner können weiterhin das Gebäude nutzen und sind, sagen wir mal, weitgehend ungestört, weil die Montage der Fassade von außen passiert und spätestens dann natürlich, wenn die Fenster getauscht werden müssen oder sollen, wird man mal kurz in die Wohnungen müssen, aber die Bewohner können während der Sanierung praktisch immer darin wohnen. Und natürlich, es ist möglich, dass sowohl im Neubau als in der Sanierung anzuwenden, weil auch im Neubau muss ich irgendwann einmal eine Wand hochziehen und ob ich die jetzt mit einer sozusagen einer passiven Dämmung versehe oder mit einer aktiven Dämmung wie hier, ist im Endeffekt egal. Diese Vorarbeiten in den Projekten haben gemündet in einem Patent, das ist beispielhaft rechts oben dargestellt, läuft unter dem Produktnamen CEPA und wird von Tauern 3000 vertrieben. Und was sehr erfreulich ist, dieses Patent ist nominiert für den österreichischen Staatspreis für Patente. Wir warten gespannt auf die Preisverleihung und hoffen, dass wir uns da durchsetzen können. Nun eine kurze Zusammenfassung. Wir sehen, dass thermische Bauteilaktivierung eine gewisse Flexibilität, Speichermasse mitbringen kann, die aus dem Gebäudesektor sozusagen ein Angebot darstellt für lokale Energieerzeugung als auch für Netzstrukturen. Wir sehen auch, dass die Bauteilaktivierung durchaus umgesetzt wird, aber es ist leider jetzt nicht so, dass jedes Gebäude, das gebaut wird, bereits mit Bauteilaktivierung ausgestattet ist. Wäre schön, ist aber noch nicht ganz so weit. Es gibt auch bereits Ansätze, wie Bauteilaktivierung in der Sanierung ausschauen kann. Und der letzte Impulsvortrag in diesem Webinar wird sich einer anderen Variante widmen. In unserer Dienstleistung BETETAP werden wir uns neben dem Monitoring auch damit beschäftigen, wie kann jetzt diese Speichermasse der Bauteilaktivierung greifbar werden, sodass man Leuten mit entsprechenden Gebäuden halbwegs vernünftig verständlich machen kann, wie sehr sie jetzt diese Speichermasse ausnutzen. Das ist nicht ganz trivial, aber wir sind da auf einem ganz guten Weg. Und schlussendlich wird aus diesem Forschungsprojekt herauskommen, wie eine erfolgreiche Umsetzung von Bauteilaktivierung aussehen kann. Mit allen Vor- und Nachteilen. Diese Ergebnisse werden wir zielgruppenorientiert zusammenfassen, also speziell für die Planer, für die Entscheidungsträger und auch für die Nutzer und veröffentlichen. Wenn Sie daran interessiert sind, dem weiter zu folgen, dann lade ich Sie ein, mir eine kurze Nachricht zu schicken und ich setze Sie auf die Liste und halte Sie informiert über die weiteren Ergebnisse. Ja, und in diesem Sinne herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Meine Kontaktdaten sehen Sie hier. Beziehungsweise bin ich sicher, dass Sie uns auch über unsere Website gut finden können. Dankeschön. Super. Vielen Dank, Walter, für deinen Vortrag. Ich denke, es ist neben dem Inhalt, den du präsentiert hast, auch ein guter Einstieg und eine gute Vorbereitung auf die zwei weiteren Vorträge, die uns erwarten. Wie eingangs schon gesagt, wir sammeln alle Fragen zusammen und werden die dann am Schluss in einer gemeinsamen Session an die einzelnen Speaker verteilen. Als nächstes freut es mich, den Diplom-Ingenieur Dr. Markus Leeb von der FH Salzburg kurz vorzustellen. Er ist bei der FH Salzburg Fachbereichsleiter für Gebäudetechnik und Smart Building.
Mit der Fachhochschule Salzburg verbindet ihn seit 2013 eine längere Geschichte. Davor gab es auch viele verschiedene Stationen in Industrie- und akademischem Umfeld. Die klammere ich jetzt aus. Ich hoffe, das ist okay. Wichtig, denke ich, für heute sind die Arbeitsschwerpunkte und unter anderem findet sich dort auch wieder Gebäudehülle und Energiesysteme und natürlich Bauteilaktivierung und energieflexible Gebäude. Bitte, Markus, leg los. Ja, danke für die Einführung und danke für die Möglichkeit, hier bei dem Webinar teilnehmen zu dürfen. Bei mir geht es eben darum, dass Klima und Energiefonds das Förder- und Monitoring-Programm vorzustellen. Mein Name ist Markus Leb von der FH Salzburg und ich bin Forschungsleiter im Bereich Smart Building. Und ich möchte nur ganz kurz die Forschung bei unserem Standort vorstellen. Wir forschen einen Bereich der Gebäudehülle. Da ist der Michael Grobauer zuständig. Der entwickelt zum Beispiel kommt mit seinem Team ein Modulbausystem für die Nachverdichtung für die Gebäudeklasse 5 oder im Bereich der Multifunktionsfassaden ist er gemeinsam mit mir tätig. Der Lutz Dorsch ist zuständig für den Bereich der Kreislaufwirtschaft, hat zum Beispiel auch mit der AE ein Projekt mit Build Reuse und Design Betonrecycling im Bereich der Kreislaufwirtschaft unterwegs. Der nächste Schwerpunkt ist Wasserstoff. Der Georg Brunauer beschäftigt sich mit grünem Wasserstoff und in dem Bereich auch, wie man den Elektrolyse und die Energieeffizienz besser gestalten kann. Da wird auch ein weiterer Infrastrukturschwerpunkt jetzt bei uns in Kuchl aufgebaut. Und last but not least, mein Schwerpunkt, wo es eben jetzt um Energiesysteme, aber ganz klar aus Sicht der Gebäude, um netzdienliche Gebäude geht, auch großer Fokus auf Bauteilaktivierung und Einfluss auf Strom- und Wärmenetze. Mehr dazu auf unseren Webseiten vom Zentrum Alpines Bauen und vom Studiengang. Nun kurz zum Hauptthema, nämlich zur Energieflexibilität durch thermische Bauteilaktivierung. Wie der Walter Becker schon gesagt hat, ist diese Ausschreibung und diese Förderung dafür da, um die Standardisierung gerade im Geschosswohnbau von Bauteilaktivierungen zu erhöhen und zu ermöglichen. Das heißt, dass wir einfach auf das TRL-Level 9 kommen. Das heißt, dass es eben Usus ist, dass eigentlich in Geschosswohnbauten Bauteilaktivierungen keine Sonderformen sind, sondern einfach Stand der Technik. Und darum hat der Klima- und Energiefonds dieses Förderprogramm ausgelobt. Und was wird da gefördert? Es wird hier nicht als bautechnische Leistungen oder Sachleistungen gefördert, sondern es wird der Mehraufwand der Planungsdienstleistungen im Vorfeld für die Bauteilaktivierung gefördert. Das heißt, der Mehraufwand für die Heizlastberechnungen, Kühllastberechnungen, für den Einsatz, dass man eben eine Bauteilaktivierung, ist der Aufwand am Anfang in der Planung ein bisschen höher, aber dafür ist die Umsetzung dann gesicherter und man kann halt energieeffizienter sein, weil das genauer berechnet wurde und die Bilanzen auch genauer sind. Und es geht ja eben um diese Energieflexibilität. Wichtig ist auch, die Bauträger oder Fördernehmer dürfen diese Förderung nur einmal in Anspruch nehmen, weil dann geht man davon aus, okay, wenn einmal ein Projekt umgesetzt ist und sie aus dem Monitoring dann Ergebnisse haben und wie das gebaut wird, dass sie das dann sozusagen auch effizient weiter fortführen können. Förderung gibt es bis zu 100.000 Euro, also 85.000 Euro bis zu 85.000 Euro abhängig von der Bruttogeschossfläche. Und dann gibt es noch bei besonders innovativen Projekten 15.000 Euro mehr für ein wissenschaftliches Monitoring. Mehr finden Sie auch unter diesem Link. Da sehen Sie auch die Leitfäden, wie man alles einhält, welche Sachen man einhalten muss, welche Meilensteine, wie was abzugeben ist und auch alle Kontaktadressen. Also wir wickeln das Ganze gemeinsam mit der Zukunftsagentur Bau, Team von Gunter Graupner ab. Themenfelder, das passt sehr gut ab zu dem, was da Walter Becker vorher gesagt hat, eben das Themenfeld 1 ist lokal erzeugte erneuerbare Energie. Da muss man eben nachweisen, dass bis zu 30% der am Standort erzeugten Energie für Heizen und Warmwasser verwendet wird. Das heißt, das muss man dann bilanziell nachweisen, beziehungsweise wird dann auch über das Monitoring überprüft. Themenfeld 2 ist dann eben dieser Überschussstrom aus dem Netz. Hier müssen 50% vom Überschussstrom
für die Bauteilaktivierung verwendet werden. Und natürlich kann man auch das Energieflexibilisierungspotenzial verwenden, dass eben, wenn Überschussstrom vorhanden ist, dass man die Vorlauftemperatur der Bauteilaktivierung zum Beispiel höher setzt. Hier ist es dann notwendig, dass man ein Gutachten bzw. ein Ökostromgutachten braucht. Erstens und zweitens auch einen Anbieter, der einem ein Überschusssignal bereitstellt. Beim Demelset 3 Flexibilisierungsoptionen in mikro- und nahen Fernwärmenetzen. Hier geht es auch darum, dass man eben in Fernwärmenetzen Gebäude vom Netz nehmen soll oder kann oder vielleicht dann auch Energie einspeichert, wenn gerade zu viel Energie da ist. Zum Beispiel haben wir das jetzt in Salzburg bei einem Projekt, wenn der Großspeicher in Salzburg geladen wird, dann kriegen wir das Signal, dass wir das baudelaktivierte Gebäude in Salzburg dann sozusagen auch dann laden können. Das heißt, da haben wir so einen Win-Win-Effekt, dass im Endeffekt, wenn der Speicher geladen wird, wird auch das baudelaktivierte Gebäude geladen, braucht man auch ein Signal vom Netzbetreiber. Generell unser großer Part in der wissenschaftlichen Begleitung ist eben, wie wird das Monitoring aufgesetzt, welche Monitoring-Datenpunkte braucht es, wie schaut das, wo im Gebäudetechnikkonzept wird das Monitoring eingepflegt. Ist natürlich jetzt im Neubau für uns etwas leichter wie bei Walter Becker, bei DTAP, weil Monitoring auf bestehenden Gebäuden ist nicht so einfach wie jetzt zum Beispiel bei Neubaugebäuden, da haben wir einen gewissen Vorteil. Dafür haben wir jetzt noch zu diesem Zeitpunkt noch keine Monitoring-Daten. Und eben, es gibt die Möglichkeit, bei innovativen Projekten ein wissenschaftliches Monitoring noch zu implementieren. Zahlen, Daten, Fakten, Stand September 22. Das Team von Zukunftsagentur Bau und uns hat derzeit 28 Beratungen durchgeführt. Von den 28 Beratungen sind 18 Projekte laufend. 3 Projekte haben den Meilenstein 1 bisher erreicht und es, eine Summe von 130.000 Quadratmeter BEF wurden hier abgebildet und 1.350 Wohneinheiten bzw. 1,3 Millionen Euro Fördersumme wurden beim Klima- und Energiefonds bereits reserviert. Bei der Landkarte sieht man, dass man ja leider ein sehr starkes Ost-West-Gefälle bei den Bundesländern haben. Wir haben 10 Projekte derzeit aus Wien, 2 aus Niederösterreich, 1 aus Burgenland, 2 aus der Steiermark und 3 aus Burgenland. Leider noch keine Einreichungen aus Kärnten, Tirol, Vorarlberg und Oberösterreich. Und das kann auch vielleicht ein bisschen darauf zurückführen, dass die Kühloption in den westlichen Ländern noch nicht so stark gefordert wird im Wohnbau wie im Osten oder auch in Wien, wo man den Heat-Island-Effekt stärker hat. Diese Aussage bezieht sich auf Umfragen, die die Zukunftsagentur Bau im Zuge von Projekt Co-Buildings zum Beispiel gemacht hat. Jetzt nur kurz zum Flexibilisierungspotenzial aus unserem Forschungsprojekt Zentrum Alpines Bauen sehen wir uns auch das Flexibilisierungspotenzial vom Bestand und wie kann man zum Beispiel jetzt dieses Gebäude mit einem Strompreis geführt dann energieflexibel gestalten. Und hier sieht man zum Beispiel, dass der Setpoint ist jetzt rot eingraben, das heißt, wir haben da jetzt eine Mischung aus 21 bis 23 Grad. Wenn jetzt zum Beispiel der Strompreis sehr niedrig ist, unter 25% Fraktil, dann würde das Gebäude auf 23 Grad heizen. Zwischen 75 und 25 geht auf den Setpoint 22 und wenn der Strom teurer wird, geht er dann auf 21 Grad. Und hier sieht man bei der Basis, dass halt die Temperaturen bei der Basis ohne Energieflexibilität sehr konstant ist beim Radiatorbetrieb und beim anderen Betrieb geht die Temperatur auf und ab und das gleiche auch bei der Bauteilaktivierung, wobei bei der Bauteilaktivierung hier in dieser Woche sehr bezeichnend ist, dass eigentlich bei diesen 25-75% Fraktil die Einspeicherung derzeit nur so stark ist, dass er eigentlich sehr hoch geht. Da haben wir auf alle Fälle noch Optimierungspotenzial. Aber nichtsdestotrotz, das ist jetzt das Beispiel von einem Mehrfamilienhaus. Ist so, dass zum Beispiel auf der linken Seite sieht man jetzt den Balken von der Wärmemenge für Heizwärmebedarf und Warmwasserwärmebedarf, was man braucht für Basis, das heißt saniert und nachverdichtet. Basis und Energieflexibilität braucht man zum Beispiel 2,1% Energie mehr in dieser Siedlung, bei DAPS 4,2% und bei DAPS Energieflexibilität 8,9%. Aber wenn man dann eben
interessanterweise auf die rechte Seite schaut, sieht man, dass man eben mit diesem strompreisgefüllten Signal bei schon der Basisvariante ohne Bauteilaktivierung 5,7% Strompreisreduktion erringen könnte und bei Bauteilaktivierung und Energieflexibilität sogar an die 13%. Das sind jetzt die ersten Ergebnisse bei uns von unserer Siedlungssimulation. Und wenn man zum Beispiel Bauteilaktivierung machen würde, würde bei den Versiegelungen sogar ein Plus der Kosten rauskommen. Das heißt, da muss man schauen. Darum sind die Regelalgorithmen bei Bauteilaktivierung sehr wichtig. Bauteilaktivierung ist auch möglich im Holz. Und das heißt, da haben wir eine gewisse Forschung gemacht. Das heißt, das kann man auch mit dem Material auch abbilden. Das heißt, gerade im Bereich der Nachverdichtung wichtig. Und Bauteilaktivierung in der Sanierung ist bei uns auch ein Thema und haben wir vor 4 Jahren schon ein Objekt in Hallen umgesetzt. Last but not least noch ganz kurz unser Forschungsgebäude, wo wir uns auch mit Bauteilaktivierung beschäftigen. Hier schauen wir uns auch Bauteilaktivierung, Holz, Beton, verschiedene Regelalgorithmen und gerade in Richtung Komfort, Behaglichkeit und Energieeffizienz an. Das war es von meiner Seite. Meine Kontaktdaten finden Sie in den Folien und die Kontaktdaten von der Förderung Klima- und Energiefonds ist eben der Ansprechpartner Stefan Reiniger. Ich habe gesehen, er ist heute auch da, was mich sehr freut. Und ich gebe zurück an Christoph Freund. Danke. Super, vielen Dank, Markus, für deinen Vortrag. Ein toller Überblick über Fördermöglichkeiten und auch ein bisschen darüber, was sich so tut in Österreich momentan auf dem Thema. Ich darf jetzt als dritten Speaker den Dr. Peter Holzer einladen für seinen Vortrag. Er wird uns jetzt wieder ein bisschen wegholen von Förderung und einem Überblick, bisschen ein Zoom-in sozusagen auf die Technologieebene und auf eine konkrete, reale Umsetzung. Der Dr. Peter Holzer hat viele verschiedene Stationen durchlaufen in seinem Werdegang. Die werde ich jetzt nicht alle nennen. Heute ist er da in seiner Funktion als Gründer vom Institute of Building Research and Innovation Ziviltechniker GmbH. Gegründet 2011. Er ist aber auch Lehrbeauftragter an verschiedenen Fachhochschulen. Er leitet einen IEA-Annex und hat generell in den Jahren seiner Tätigkeit viele Aktivitäten verfolgt, um die erneuerbaren Energien mit dem Gebäudesektor zu verschneiden. Ich bin sehr gespannt auf Ihre Präsentation. Vielen Dank, Herr Röhringer. Ich habe mir den Bildschirm schon gekrallt. Sehen Sie ihn? Passt. Gut. Dann vielen Dank für die Einladung, hier ein völlig im Laufen befindliches experimentelles Forschungsprojekt vorzustellen. Es ist wirklich im Laufen. Wir beginnen gerade mit dem Monitoring. Wir regeln die Anlage ein. Insofern, die Daten sind alle ganz frisch und ich schaue mich auch nicht alle Learnings jetzt schon zu sagen, dass wir alle voneinander lernen und Lernerfahrungen nicht wiederholen müssen. Ich sage das im gemeinsamen Namen mit meinem Kollegen Andreas Türk, der bei uns dieses Projekt leitet. Und im Namen unserer Projektpartner, der Sozialbau AG, die da mutig ein Gebäude zur Verfügung gestellt hat, an dem wir uns jetzt austoben dürfen. Und der BOKU, dem Institut von Tobias Pröll und unseren Freunden von Vascon Partner, mit denen machen wir das gerade gemeinsam. Was wir machen ist, dass in einem, wenn die Folien weiterspringen, springen sie weiter, ja, so tun sie es, dass wir in einem recht typischen, also unaufgeregten, mehrgeschossigen Wohnbau der 60er Jahre in Wien eine Sanierung vornehmen und diese Sanierung eben dazu nutzen, eine Fassadenaktivierung zu machen, und zwar in dem Fall mit einer vor Ort hergestellten Aktivierung. Im Bestand hat sich dieses Gebäude präsentiert mit einem zentralen Gaskessel für Heizung und Warmwasserbereitung. Nach der Sanierung kommt eine zentrale Wärmepumpe rein oder ist schon drinnen, dass sowohl die Radiatorheizung, die bestehende Radiatorheizung, aber mit viel niedrigeren Temperaturen anfährt und zusätzlich eben die Fassadenheizung betreibt. Die Radiatorheizung können wir damit auf 45 Grad runterdrosseln. Damit haben die Radiatoren deutlich weniger als die Hälfte ihrer Auslegungsleistung und wir ergänzen diese fehlende Leistung durch die Fassadenheizung. Das Warmwasser wird mit einer zentralen Boosterwärmepumpe, die also von den 45 Grad noch hoch bringt, auf eine Speichertemperatur im Heizungswasserpufferspeicher, der mit einem zentralen Frischwassermodul dann die Warmwasserbereitung mit Zirkulation machen wird.
Das Gebäude hat schon einen gar nicht so schlechten U-Wert und das betone ich deswegen, weil dieses System, das wir hier anwenden, ja eigentlich davon lebt, dass die Bestandswand einen sehr schlechten U-Wert hat und nach allem, was wir in der Literatur gelesen und gerechnet haben, selbst gerechnet haben, ist so ein Außenwand-U-Wert von unter einem Watt pro Quadratmeter Kelvin so ein bisschen die Kante, ab der dann die Verluste nach außen durch die Dämmung schon wieder unangenehm groß werden im Vergleich zu dem Wärmestrom nach innen. Also das ist ein Torresolstein und der ist eben nicht so schlecht wie eine Betonscheibe oder wie ein bloßes Ziegelmauerwerk. So schlecht oder so gut im Sinne von wärmeleitfähig, nämlich in dem Fall. Das Gebäude wird mit 16 cm Zusatz gedämmt und dazwischen eben kommt unsere neue wasserführende Schicht rein. Vor der Sanierung hatte es einen nominellen HBB von knapp 60. Nach der Sanierung wird es einen von gut 20 haben. Außerdem werden in der Sanierung die Fenster getauscht. Wir haben uns nach viel Überlegen und praktischen Überlegungen entschlossen, die Aktivierung in dieser Form anzuordnen, nämlich eine Horizontalverteilung an der Unterkante der Dämmung, die man hier in diesem Schnitt sieht, und dann angeschlossen lange Kreise von, Andi, ich schaue in deine Richtung, 100 Meter, oder? Ja, 150 Meter. Also bis 150 Meter Kreislänge, verschieden lange Kreise, hier einregulierbar an den Abzweigern, die Abzweiger wartbar und wieder erreichbar, ausgedämmt, aber man kann die Verdeckung abnehmen und zu den Ventilen kommen. Sie sehen, es gibt Hochpunkte, da haben wir lang diskutiert mit unseren Installateuren und die haben gesagt, nein, ihr könnt euch trauen, macht es ruhig mit Hochpunkten und habt ihr einzelne Ventile, dann könnt ihr jederzeit ausspülen. Nehmt eine Wärmebildkamera, dann seht ihr, ob die Stränge in Betrieb sind und dann wieder spülen. War eine lange Diskussion, wir werden sehen, was die Realität dazu sagt. So sieht es in Natura aus. Es wurde geschlitzt. Auch das Schlitzen war natürlich ein Riesenthema. Wie fräst man Fingerfräser, die ganz schlecht reißen herum, sind gefährlich. Scheibenfräser sind gut. Ein Versuch aus China, automatische, selbstfahrende Scheibenfräser einzusetzen, sind schnell schiefgegangen. Die haben sich selber von der Fassade weggebogen. Bewährt haben sich dann zum Schluss Scheibenfräser, die drei Blätter nebeneinander hatten, damit sie diese eine Nut ohne Restmaterial in der Mitte gleich rausgefräst haben und der Arbeitsgang zum Rausstemmen des verbleibenden Stegs entfallen ist. Das ging dann recht gut, ist aber natürlich trotzdem ein Eck, ist klar. Wir haben einen Rohrabstand von 30 cm verlegt, was uns als guter Mittelweg zwischen eng genug, dass die Querwärmeleitung gut passiert und weit genug, dass man um die Kurven kommt mit dem Rohr, vorkam. Die Rohre wurden eingespachtelt und dann wurde drüber gedämmt. In den Begleitrechnungen haben wir natürlich erst die Fachliteratur gelesen, dann mit statischen Wärmestromberechnungen analysiert, was wir denn hoffen können. Dann mit zweidimensionalen Wärmestromanalysen haben wir Therm verwendet, geschaut, wie die Querleitung passiert und wie viel weniger wir also dann erwarten dürfen im Vergleich zur linearen Wärmestromanalyse und haben das dann in einem Ersatzmodell ins IDA-ES abgebildet, um zu schauen, was das Ding dynamisch macht. Das ist ein Bild von der Thermanalyse. Schaut sehr gleichmäßig aus, also hier die kalte Außenseite mit 0 Grad, hier die warme Innenseite an einen Raum mit 20 Grad und einer Oberflächentemperatur, die sich dann eben, wenn man die Farbe vergleicht, mit ungefähr 22 Grad einstellt. Schaut sehr gleichmäßig aus hier, aber hier sehen Sie schon eine Schwachstelle, ein physikalisches Phänomen, das einfach so ist, dass da dieses Rohr, das im Putz liegt, natürlich ein Temperaturgefälle zu seinen Seiten hat, die da 15 cm entfernt sind. Wenn man genau schaut, das Rohr hat eben seine 35 Grad, ist deswegen außerhalb der Skala und weiß. Und da an den Trennlinien zwischen, in den Symmetrieebenen zwischen den Rohren, kommt man schon runter auf Temperaturen, die sichtbar unter 30 Grad sind. Also diese Querleitung ist natürlich immer eine Schwachstelle, oder ist immer die Frage, wie eng setzt man die Rohre, dass man diese Querleitung gut hat, oder arbeitet man mit sehr leitfähigen Materialien. Das eindimensionale Ersatzmodell, das wir hier darstellen, so als Widerstände, hier angedeutet, die Rohr
Tirol-Lage mit ihrer Volllauftemperatur oder Mediumsmitteltemperatur von 35 Grad. Auf der einen Seite der Raum mit seinen 20, auf der anderen Seite ein Außenraum mit exemplarisch 0 Grad und dann zu Fuß gerechnet die Wärmestromdichten, die sich dann ergeben. Da haben wir nur zeichnerisch vergessen, den inneren Wärmeübergangswiderstand und den äußeren darzustellen, mitgerechnet sind sie. Dann würde sich bei 0 Grad ein Verluststrom nach außen von 7 Watt pro Quadratmeter ergeben, ein Heizwärmestrom von 15 nach innen. Und was ich für wichtig halte bei diesen Systemen, ist nicht zu vergessen, dass ja ein Verlustwärmestrom von innen nach außen, der passiert wäre, wenn es keine solche Aktivierung gegeben hätte, der ist ja sozusagen die Basis. Es ist ja nicht die verlustfreie Wand die Basis, sondern eine verlustbehaftete Wand. Hätte sie diesen ganzen Aufbau, aber keine aktive Schicht, dann hätte sie bei der Konstellation von 20 innen und außen 0,4 Watt verloren. Somit ist also der Effekt für den Raum eine Verringerung um 4, eine Heizung von 15, also ein Effekt von äquivalent 19 Watt pro Quadratmeter oder umgekehrt gesagt, die Verluste nach außen werden um 3 Watt vergrößert, weil 4 Watt hat es vorher auch schon gegeben. Das also das Verhältnis bei hier knapp 1 U-Wert oder einem Wärmedurchgangswiderstand von 0,97. Im Kühlfall haben wir kleinere Spreizungen nach innen, deswegen sind die Leistungen auch kleiner. Wenn wir innen 26, außen und in der Rohrlage 18 annehmen, dann bleiben noch 8 Watt über und von außen aufgenommen wird sehr wenig. Das ersetzt einen Wärmeeintrag, der da gewesen wäre, ohne Aktivierung von einem Watt. Das Ganze ist hier mit Lufttemperatur gerechnet, also ohne Effekt von Sonne, die drauf knallt. Hier haben wir angesetzt, dass die Luft mit 30 und keine zusätzliche Sonnenstrahlung ist jetzt in dem Modell berücksichtigt. In der Simulation haben wir hoffentlich vernünftige Bedingungen angenommen. Natürlich immer die Frage, macht man innere Lasten konstant oder dynamisch? Wir haben uns dafür eine konstante Abbildung von inneren Lasten in Analogie zur ÖNORM 8110 Teil 5. Entschieden und für eine konstante Luftwechselrate ebenfalls normgerecht. Wir arbeiten eben mit Heizkörpern und Fassadenaktivierung und haben die Heizkörper, ich habe vorhin 45 gesagt, das sind nur 40 und eine abfallende Heizkurve bei höheren Temperaturen und betreiben die Fassade mit maximal 35 und abfallend bei höheren Außentemperaturen. Im Kühlfall arbeiten wir derzeit mit Fixtemperaturen und Lerngrad. Einstellungen. Dieser Kühlfall von 18 Grad ist relativ klein. Ich habe am Anfang immer gesagt, bitte, das muss viel größer sein, damit wir Free Cooling in unsere Erdsonden machen können. Profis von Ihnen wissen, mit 18 Grad ist mit Free Cooling im Sommer nicht mehr viel. Da arbeitet dann schon die Wärmepumpe aktiv zum Regenerieren der Sonden. Aber ehrlich gesagt, der Kühleffekt ist eben relativ gering und wir wollten ihn schon spürbar haben. Deswegen haben wir uns jetzt mal auf eine Einstellung von 18 Grad geeinigt. Sie sehen, der hat dann eh nur 8 Watt pro Quadratmeter Fassade. Eben dann, wenn man Fassade und Raumtiefe gegeneinander dividiert, dann sind das irgendwelche 6 Watt pro Quadratmeter Raum. Es ist eh schon immer viel. In der Simulation haben wir dann einen, hier sehen Sie zwei Tage, einer davon heiß. 34 Grad, bisschen Eigenbeschattung nach Südwest ausgerichtet und die Kurven untereinander sagen, dass der Raum im Bestand satt überhitzt hätte mit über 30 Grad Raumtemperatur. Operative Temperatur ist ja aufgetragen. Mit Sanierung durch die bessere Dämmung und durch die weniger durchlässigen Fenster. Ich muss meinen Hinweis, dass ich schweigen soll, ausschalten. Also es verbessert sich, mit den Heizkörpern auch noch kühlen ist eine Option. Die haben wir immer mitgedacht, versuchen sie auch mal, aber ist sozusagen ein nice to have oder eigentlich ein Experiment, ob das geht. Natürlich muss man die so betreiben, dass sie nicht tropfen. Die Leistungen im Heizen, im Kühlen, ja, eher bescheiden, im Kühlen sehr bescheiden, im Heizen ungefähr entsprechend der linearen Analyse. Und auch die Energiemengen könnte man tatsächlich, ist unsere Erwartung, schön zwischen Heizkörperenergiemenge und Fassadenenergiemenge aufteilen. Also dieses schon angesprochene günstige Phänomen, dass man die Heizkörper belässt,
Sie sind dann zu schwach, wenn man sie mit 40 Grad betreibt, aber da man die Fassade zusätzlich hat, geht sich wieder alles aus. Wir monitoren und haben gelernt, dass wir tatsächlich das Schlitzen, es ist gelungen, aber trotzdem ist natürlich eine ärgerliche Arbeit. Auch wir tasten jetzt gerade für ein Folgeprojekt, das es geben wird. Unmittelbar anschließend wird ein zweites Projekt so installiert. Auch wir sind gerade mit der Industrie im Gespräch, ob man nicht doch auf Platten setzt. Die Querverteilung eben dieser Kühlwasser- und Heizwassertemperaturen ist eine Herausforderung. Entweder kleine Abstände oder bessere Leitung. Das prüfen wir auch gerade fürs Folgeprojekt. Wir sind völlig überzeugt und kennen viele schaurige oder kennen abschreckende Beispiele, dass Erdsonden regeneriert können im Sommer. Und deswegen ist Kühlung ganz, ganz willkommen für Erdsondenprojekte. Und deswegen experimentieren wir dort sogar mit der Heizkörperkühlung. Wir sind gespannt, was wir da lernen. Und wir haben gelernt, dass wir den Druckverlust im System unterschätzt haben. Wir gehen gerade nach, wo sozusagen zu günstig gerechnet wurde. Die Umwälzpumpe ist tatsächlich zu klein gewählt worden, aber trotzdem scheint der Druckverlust höher zu sein, als wir geglaubt haben oder als wir geglaubt berechnet haben. Wir tauschen gerade die Umwälzpumpe, weil sich in manchen Strängen die Strömung als ungenügend herausgestellt hat. So, das war's von meiner Seite. Ich gebe den Bildschirm wieder her und ja, bitte für Verständnis, dass es wirklich ganz ehrliche Zwischenergebnisse waren und bin auch wahnsinnig froh, wenn Sie in der Community uns zurufen, was Sie schon wissen. Super, vielen Dank, Herr Dr. Holzer. Sie haben auch genau das richtige Stichwort gewählt. Die Community, in dem Fall ist es unsere Webinar-Crowd. Ich darf Sie alle ganz herzlich einladen, nach diesen drei spannenden Vorträgen die Chance zu nutzen, dass Sie jetzt den drei Experten alle Fragen stellen können, die Ihnen unter den Fingernägeln brennen. Wie gesagt, entweder Sie posten die Frage im Chat oder Sie können gern das Raise Hand Feature des Online-Tools verwenden und dann Ihre Fragen persönlich über Audio und Video stellen. Mal kurz den Chat beobachten, dass jeder eine Chance hat, was zu tippen. Der Herr Leb, der Markus hat schon die Hand gehoben. Ich glaube, du darfst dich sogar selbst unmuten, gell? Okay, da ist es genehm, dass ich auch Fragen stelle? Verständlich. Okay. Frage an Peter, weil wir haben ja eben auch die Bauleitung von außen schon mal implementiert, zwar mit einer Betonfischschicht, aber im Endeffekt haben wir die gleichen Probleme gehabt, eben von Teilleitungen und so weiter. Wir haben auch die gleiche Erfahrung gemacht, von wegen so ca. 30% Verluste nach außen mit der Außenlinienwandheizung. Was meine Frage ist, wie geht es eigentlich im Betrieb mit der Behaglichkeit? Habt ihr jetzt da schon Rückmeldungen von den Nutzern? Und wie geht es euch mit der Einregulierung für die Mieter und Mieterinnen? Wie ist jetzt da vorgegangen? Haben wir bis jetzt noch keine Erfahrungen, die wir berichten können, weil wir gerade vor 4 Wochen das Wasser eingeschalten haben und tatsächlich jetzt erst die erste Heizsaison anschauen werden. Okay. Und die Einregulierung, also die Heizkörper haben ihre Thermostatventile und tun hoffentlich, was man von ihnen verlangt. Und die Wandheizung fahren wir eben mit einer Heizkurve, die auf einen Mittelwert, auf einen zeitlich gemittelten Wert der Außentemperatur reagiert und eben bei Maximalleistung auf 35 Grad derzeit eingestellt ist und mit dem, was haben wir für einen Mittelwert, 24 Stunden Mittelwert, glaube ich. Und eben runterregelt mit steigender Außentemperatur. Das ist mal unsere Grundeinstellung, aber wir müssen erst lernen, ob sich die bewährt. Und sich in der Bauteilaktivierung sind wir mit dieser Grundeinstellung im Büro immer gut gefahren. Ob die Fassadenheizung sich auch an das hält, werden wir schauen. Okay, aber das heißt, ihr habt Radiatoren und die Außenlinie. Genau, haben die Radiatoren, die bestehenden Radiatoren lassen und eben trotz Sanierung hätten sie in mehreren Zimmern nicht gereicht oder wir hätten sie wärmer betreiben müssen. Jetzt können wir den Luxus machen, dass wir sie mit 40 Grad maximal betreiben können, also sehr wärmepumpenfreundlich. Hätten wir die Fassadenheizung nicht gemacht, hätten wir sie sicher mit 50 Grad betreiben müssen, also deutlich weniger wärmepumpenfreundlich oder an einigen Zimmern sogar tauschen müssen.
Ja, wir haben 43 Grad Vorlauftemperatur und das ist aber auch daraus geschuldet, weil bei manchen Zimmern eben das Verhältnis Außenwandfläche zu Fensterfläche aufgrund eines französischen Balkons geringer worden ist und da muss man ein bisschen aufpassen, dass man die Räume, die richtigen Räume hat. Und was meine Erfahrung war, ist besser mehr Dämmung bei außenliegender Bestandssanierung als weniger. Also das ist ganz wichtig. Das stimmt sich mehr, heißt mehr als 16 auf, oder? Wir haben 20 cm Zellulose. Mhm. Aber ich hätte auch lieber gern noch mehr gemacht. Also wir sind in Wien ja mit dieser Schauseitenverkleidungsbauordnungskonformen Überkragung über die Baulinie konfrontiert und deswegen sind die 16 dann entstanden. Okay, verstehe ich. Super. Danke, Markus, für deine Frage und auch an Sie, Dr. Holzer, fürs Beantworten. Die Frage hat ein bisschen das Eis gebrochen. Jetzt sind im Chat auch zwei Fragen aufgetaucht. Einmal die Frage vom Herrn Bernd Eckel. Ich denke so an die gesamte Runde ein bisschen. Gibt es bei Gebäuden mit Bauteilaktivierung eine Übererwärmung von Räumen bei Sonneneinstrahlung im Winter? Ich würde jetzt einfach mal versuchen, das zu verteilen, aber bitte an alle drei Experten, Sie können gerne nachlegen. Ich würde es jetzt mal dem Herrn Walter Becke zuschanzen über die Erfahrungen aus der Begleitforschung, bei der es ja auch ein Komfortmonitoring gibt. Ja, in der Begleitforschung messen wir die Raumtemperatur mit in den üblicherweise im Wohnzimmer und schauen uns die ganzjährig an und auch sozusagen in diesen Temperaturdiagrammen. Und jetzt ist es ein bisschen schwer zu sagen, was ist genau ist Überwärmung. Also wenn man vom Energieausweis ausgeht und sagt, okay, 20 Grad ist sozusagen das Benchmark, dann sind alle Wohnungen überheizt, weil die Leute einfach per Definition auf 23 Grad fahren. Wenn wir uns diese 23 Grad anschauen, dann ist im Winter keine weitere Überwärmung in dem Sinne feststellbar, zumindest nicht, dass es den Leuten unangenehm wird, ehrlicherweise. Und schon gar nicht eine Überwärmung, die sozusagen aufgrund der Bauteilaktivierung entsteht. Wenn Überwärmung feststellbar ist, das haben wir sozusagen aus den Messdaten so herausgedröselt, dann ist es höchstens im Sommer, dass vergessen wird, die Verschattung herunterzufahren. Aber das Thema Überwärmung, ja, jetzt im wirklich überzogenen Sinne, dass man plötzlich, ich weiß nicht, 28 Grad im Raum hat, den keiner will, vielleicht, konnten wir nicht feststellen. Mhm. Super. Ich glaube, Markus, du kannst auch noch antworten. Genau. Mhm. Oder Peter macht das vorher, ja? Nein, du vorher. Du hast die Hand vorher oben gehabt. Okay. Eine kleine Ergänzung jetzt ist eben, im Endeffekt kommt nicht so schnell zu einer Erwärmung aufgrund dieses Selbstregeleffekts der Bauteilaktivierung, weil die Oberflächentemperaturen ja nicht so hoch sind. Das heißt, wenn man jetzt abheizt, dann hat man Oberflächentemperaturen mit 24 bis 26 Grad oder so und darum regelt sich das dann ein bisschen selbst und darum ist es eigentlich weniger Problem. Wie kann ein Walter Becker nur bestätigen? Genau, und in die gleiche Kerbe hätte ich auch geschlagen. Wir sehen in unseren Projekten sowohl in der Simulation als auch in der Realität den Effekt, dass eben dieser Selbstregeleffekt, den der Markus jetzt angesprochen hat, also dieses, wenn eine Oberfläche nicht mehr als 26 Grad hat, dann kann auch der Raum, dann staltet sich diese Fläche ja als Heizung selbst aus, wenn der Raum 26 hat. Der tritt wunderbar dann in Erscheinung, wenn eben die Decke nicht zu heiß betrieben werden musste und das muss sie dann nicht, wenn der Raum eine begrenzte Heizlast hat. Unsere Büroregel ist jetzt geworden, dass wir eine Deckenaktivierung nur bis zu einer Heizlast, bis zu einer Normheizlast eines Raumes von 40 Watt pro Quadratmeter empfehlen. Drüber sagen wir, macht erst die Hausaufgaben mit einer Heizlastreduktion des Raumes. Und mit diesen 40 Watt ergeben sich dann Betriebstemperaturen der Decke, die eben zu dem Selbstregeleffekt führen. Wenn man von der Betonkernaktivierung zu viel Leistung im Spitzenfall verlangt, dann hat man natürlich die Schwierigkeit, dass sie nicht abschaltbar ist. Und wenn man dann zu hohe Vorlauftemperaturen hatte, dann tritt dieser Selbstregeleffekt halt nicht bei 26 oder bei 24 Grad ein, sondern blöderweise bei höheren Temperaturen. Also das wäre meine Ergänzung zur Antwort. Selbstregeleffekt ist wunderbar. Der ersetzt sozusagen die schnelle Regelbarkeit, aber wendet sich gegen die Nutzer, wenn sie in einem Raum mit zu hoher Heizlast zu arbeiten haben.
Super, vielen Dank. In der Zwischenzeit hat Herr Gregor Weinschenk die Hand gehoben. Ich werde jetzt ein bisschen nach dem First-Come-First-Serve-Prinzip abhandeln und jetzt mal die zweite Frage aus dem Chat noch hernehmen. Sie ist von Joscha Reber von der TU Darmstadt. Freut mich, dass du heute dabei bist. An den Herrn Leb. Nach welchen Kriterien wurden die Strompreise für die verschiedenen Set-Temperaturen festgelegt? Also da geht es um die Grafik, die du hattest, Flexibilitätsoption. Genau, also die Strompreise haben wir aus dem letzten Jahr verwendet und der Strompreis, also die Set-Temperaturen wurden eben auf 25% Fraktil verwendet und auf 75%. Das heißt, wenn er günstiger war wie 25% Fraktil, dann ist auf 23 Grad Setpoint gegangen, zwischen 25 und 75% auf 22 Grad und wenn es teurer war, also über 75% Fraktil, dann war es 23 Grad. Und da sind wir eben jetzt am Untersuchen, was passiert, wenn man 19, 25 Temperaturband nimmt oder wenn man noch andere Regelarten nehmen für die Bauteilaktivierung und so weiter. Also da sind wir gerade noch am Schauen, wie man die Energieflexibilität mit verschiedenen Regelkonzepten und auch stromgeführt oder strompreisgeführt noch adaptieren kann und vielleicht auch noch niedrigere Fraktile verwendet, zum Beispiel nur 10% Fraktile für die Freischaltung von höheren Temperaturen, weil derzeit sind die Temperaturen nur sehr hoch, die wir in der Simulation rausbekommen. Super, vielen Dank. Wenn ich den Chat lese, dann hat das die Frage beantwortet. Wunderbar. Ich würde jetzt, dass wir pünktlich abschließen, die Frage von Herrn Gregor Weinschenk auch als letzte Frage nehmen. Die Präsentatoren waren so freundlich und haben ihre Kontaktdaten angegeben. Herr Holzer, Sie können dann gern anschließen, vielleicht an die Frage von Herrn Weinschenk. Ich hoffe, das passt. Genau. Danke. Ja. Super. Bitte, Herr Weinschenk, wenn Sie Ihre Frage stellen möchten. Ich glaube, Sie kriegen gerade die Rechte, das zu tun. Noch nicht, wir haben es gleich. Ich mache sie mal zum... Moment. Also hier spricht nicht der Gregor Weinschenk, sondern der Markus Loske, der Kollege. Ich hätte eine Frage an den Peter Holzer. Und zwar, wir haben gehört, dass das Einpressen sehr große Probleme macht. Das kann ich nachvollziehen. Und die Alternative wäre ja, dass man zum Beispiel im Platten verklebt. Und da ist halt das Problem auch, denke ich, dass die Haftzugsfähigkeit vom Bestand halt auch gegeben sein muss. Aber meine Frage wäre, hat es auch schon Simulationen gegeben, wenn jetzt nur diese Platten zu 30% verklebt sind, weil die Oberflächen sehr ungenau oder sehr bucklig sind? Gibt es da schon Ergebnisse oder wurde das bis jetzt nicht berücksichtigt? Mhm. Danke für die Frage. Gleich zur Eingangsfrage. Ich habe niemals die Worte von sehr große Probleme verwendet. Das habe ich nicht. Ich habe gesagt, wir haben das Fräsen gelernt. Es hat funktioniert, aber es ist ein Act. Ich glaube, so war ungefähr mein Originalzitat. Also es ist nicht sehr große Probleme. Ich möchte wirklich nicht sagen, dass das eine Lösung ist, die man jetzt sagen muss, einmal gemacht, nie wieder. Also wir haben mit den Fräsertypen gelernt und es ist jetzt nicht so, dass uns die Kosten explodiert sind. Natürlich ist es eine dreckige Bauarbeit. Aber es hat funktioniert. Mit diesen drei Blattfräsern wie Kreissägen hat man das runtergezogen und es war eigentlich gemacht. Dass wir trotzdem jetzt tasten in Richtung Platten, das tun wir eben wegen dieser Querverteilung, weil wir gesehen haben, thermisch würden wir uns wünschen, dass wir auf 15 cm gehen, dann würden wir die Fräsungen aber verdoppeln und die Bögen verengen, deswegen prüfen wir jetzt die Platten. Und nein, wir stehen am Anfang der Plattenprüfung und stehen vor diesen ganzen Fragen. Kontakt herstellen, wir stehen auch vor der Frage, aus welchem Material ist die Platte? Ist das eine dämmende Platte? Dann haben wir überhaupt nichts gewonnen mit der Querleitung. Oder macht man, wie wir es aus der Fußbodenheizungswelt kennen, Trocken-Estrich-Fußbodenheizungen, da gibt es ja immer wieder die Versuche mit so Alustreifen die Kontaktfläche zu vergrößern, also in die Richtung denken wir. Und wenn wir den Kontakt auf einem Streifen von 20 cm vielleicht an die Wand
gut hinkriegen, dann übernimmt eben der Putz wieder den Rest der Querleitung und nicht die Platte selber. Aber Sie haben recht, der Wärmeübergang auf die Wand wird ein Schlüssel sein von der Plattenlösung. Aber wir sind noch nicht dort, wir sind da am Anfang. Und meine Hand übrigens vorhin, die war nur, weil ich es in den Folien nicht erwähnt habe und ich weiß nicht, ob von unseren wunderbaren Fördergebern wer da ist. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir alle Referenten, die wir hier sind, tatsächlich von einer staatlichen Förderung profitieren, die so Praxisexperimente unterstützt und Begleitforschung unterstützt. Und das halte ich für erwähnenswert. Danke an eine österreichische Forschungsförderungslandschaft, die jetzt nicht nur Elfenbeinforschung fördert, sondern echt Umsetzung in die Praxis. Das ist toll. Danke dafür. Super. Vielen Dank, Herr Dr. Holzer, auch für dieses gute Abschlusswort. Ich denke, da können wir uns alle anschließen. Nicht nur, weil es uns ermöglicht, Dinge zu beforschen in der realen Umsetzung, sondern einfach auch, weil es notwendig ist. Also wir sehen es ja tagtäglich, wenn man die Nachrichten einschaltet, dass wir ins Tun kommen müssen. Und da ist es eindrucksvoll, wenn man so entsprechend unterstützt wird, wie Sie das jetzt dargelegt haben. Ich würde jetzt damit die Diskussion beenden. Ich teile jetzt nochmal den Bildschirm, dass wir sozusagen noch einmal kurz rekapitulieren. Wichtig für Sie vielleicht, wir hatten jetzt die Gelegenheit, Fragen zu stellen und ein bisschen zu diskutieren. Sie haben die Möglichkeit, in einer Rückschau zu diesem Webinar Speicheroption und Bartelmasse alle Informationen und auch die Präsentationen und die Vortragsfolien auf unserer Homepage zu finden, beziehungsweise das Webinar auch nachzuschauen auf unserem YouTube-Kanal oder es mit interessierten Kolleginnen und Kollegen zu teilen. Genauso ist der Link für das E-Paper verfügbar, ist gerade im Chat gepostet worden. Das heißt, Sie können sich auch passend zu den Vorträgen die entsprechenden Artikel nochmal in Ruhe durchschauen. An dieser Stelle vielleicht noch die Einladung zum nächsten Webinar. Ich sehe, da ist noch eine gehobene Hand, da komme ich gleich dazu. Die Einladung zum nächsten Webinar. Da beschäftigen wir uns dann mit Innovationen in der Kreislaufwirtschaft, auch ein Hot Topic im Moment, also wie kann ich Müll vermeiden, Ressourcen weiter verwenden. Dieses wird stattfinden noch vor dem Jahreswechsel am 15.12. wieder ein Donnerstag von 11 bis 12 und die Anmeldung ähnlich wie für dieses Webinar wieder über unsere Event-Homepage. Jetzt muss ich noch kurz fragen, der Kollege, der die Hand gehoben hat, wollte noch etwas sagen oder war das ein Hoppala? Ich glaube, das passt uns sonst gerne in einer persönlichen E-Mail. Abschließend bleibt mir noch zu sagen, vielen Dank. Vielen Dank einerseits an unsere drei Vortragenden. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns da aktuelle Inhalte zu präsentieren. Vielen Dank an das Team von der AI-Intech, das man nicht wahrgenommen hat, aber vielen Dank an das Team für die Vorbereitung und für die Unterstützung beim Webinar. Und natürlich abschließend vielen Dank an Sie, an die Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich hoffe, wir haben Ihnen interessante Dinge erzählen können. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen alles Gute und hoffentlich bis bald bei dem nächsten Webinar.